ist mal schön hier. Eine. Achso, Werwolf. Eine Etage nach der anderen machen. Dass wir ja nichts mit den Schriftrollen verpassen. Weil solche permanenten Verbesserungen an unseren Helden ja doch sehr praktisch sind. Wobei ich da gleich an die Hülle der Illusionen denken muss. Wo wir ja auch noch ein, zwei Sachen abholen könnten, aber viel zu teuer. War doch Hülle der Illusionen, ne? Ja, ich glaube schon. Mit den ganzen Schlangendingern. All diese Schädel mit den Schlangen, die da rausgekrabbelt kommen und so. Hi. Immer noch kein Kratzer. Was bei einer Werwolf-Epidemie wahrscheinlich auch ganz gut ist, dass keiner bisher einen Kratzer abbekommen hat. So eine werwolfizierte Talana wäre bestimmt nicht so toll. Bei ihm fällt es wahrscheinlich gar nicht auf. Ach ja, Grom. Unser doch recht starker... Ja, Ausdauer fehlt bei ihm echt noch ein bisschen, dafür, dass er tanky ist. Aber habe ich halt auf alle Charaktere verteilt. So, hier war nur Aufenthaltsraum. Ist in dem Eingangsbereich noch eine Abzweigung, die ich übersehen habe? Nö, da waren nur die offenen Kisten. Wo sich unsere Truppe gewundert hat, was es damit auf sich hat. Hier ist noch ein ganzer Bereich, ja? Okay. Vielleicht noch ein, zwei Magier dabei? Für Edelsteine? Nein, nur ein giftiger Brunnen wahrscheinlich. Ja. Oh. Weg mit euch. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, was die ganzen Statuseffekte jetzt angeht. Aber inzwischen ist es nicht mehr so schlimm. Früher mussten wir halt bei jedem Gift und bei jeder Krankheit gleich aufpassen, dass wir nicht irgendwie die Sets auf Null bekommen und dann instant sterben. Aber inzwischen geht das ja. So, noch eine leere Kiste. Super, war hier irgendwas am Winken? Nö. Okay. Dann können wir jetzt runter, richtig? Ja. Nächste Etage. Oh, hoch. Okay, dann gehen wir jetzt hoch, natürlich. Nicht runter. Erster Kratzer. Ha. Du. Zwei Magier. Die in Nahkampf kommen, das ist sehr freundlich von denen. 50 Edelsteine. Und eine Gemme. Also noch ein Edelstein. Aber tragbar. Sehr, sehr kristalllastig, das Spiel. Also wir haben die Edelsteine, mit denen wir zaubern. Wir haben die Edelsteine, mit denen wir Waffen und Rüstung herstellen. Und wir haben Edelsteine, die wir tragen. Mhm. So, und natürlich auch noch unseren... Ah, ne, trägt sie gar nicht. Irgendjemand hat noch einen Kristall... Genau, Kristallhandschuhe. Und so ein Gedöns. Na gut. Ah, Schriftrollen können wir gleich machen. Kurz gucken, ob es hier irgendwo weitergeht. In dem Raum nicht. Okay, was haben wir da? Rolle des Intellekts. 5 Intellekt. Du kriegst auch mal was Intellektmäßiges ab, damit du mehr SP hast. Geschwindigkeit. Priesterin mal wieder. Die allgemeine Caster. Persönlichkeit. Ruhig bei ihr jetzt aufholen. 44. Oh, okay. die nächsten wieder zur Priesterin. Es war nur bei ihr wichtig wegen den SP, wegen dem Tageszauber und vielleicht noch ein bisschen was extra. Das heißt, du bekommst jetzt wieder was. Oh, schön ergiebig die Ecke hier.
Da im Süden geht's weiter. Hier in der Mitte ist bestimmt eine Falle, oder? Ja, war eine Falle. Können wir schlafen? Ja. Leere Nischen. Nanu. So, weil wir in der ersten Etage sind. Ja, sehr konsequentes Level-Design. Warte mal, hier ist immer so ein bisschen... Ne, nichts tretbar. Okay. Ja, wobei, wenn wir hier treten würden, dann würden wir auch runterfallen. Das muss ja nicht unbedingt sein. Und der Hauptgrund, warum ich gerade nicht rausporte, um alle zu heilen und einen neuen Brunnen zu bekommen, ist, ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir wieder herkommen. Oh, wobei, dafür haben wir doch... Also du bist beim Brunnen. Du zaubern Hülle Illusionen, ja. Ne, wir müssen eh noch komplett einmal von oben wieder ganz runter durch die Hülle Illusionen, weil noch die diversen Saves im Boden eingelassen sind, die wir jetzt öffnen können. Und wegen den ganzen Schädeln, die müssen wir nachher noch alle nochmal abgehen. Also kann der Sprungpunkt ruhig weg. Und du zaubern zurück. Oh ne, warte. Wir müssen das noch komplizierter machen. Weil, ne? Kompliziert halt. Wir müssen ganz weit runter scrollen. Ein Portal sprechen nach Vertigo. Dann einmal schlafen, dass wir es jetzt einen neuen Tag haben. Kann ich helfen? Dann. So. Haben wir auch die Buffs. Und wir haben einen neuen Tag. Jetzt können wir zum Brunnen. Eins. 2, 3, 4, 5, 6. So. Und jetzt mit dir wieder zurück. Nett, okay. Rolle des Alterns. Das klingt jetzt nicht so positiv. Du bist 11 Jahre älter geworden. Also meine Hoffnung ist jetzt, dass das eine rückwirkende Schriftrolle ist, die das Altern aufhebt. Aber wenn nicht, ist nicht so schlimm, weil sie ist ja auch erst 36. Das ist ja noch völlig in Ordnung, Alter. Das ist jünger als ich. Nein, ja. Also ja, wenn es funktioniert, ist was Gutes, weil dann kriegt sie ihre 11 Jahre zurück. Und wenn es nicht was Gutes ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Deswegen nehme ich sie als Testversuchsobjekt. Und das war das Schlechte. 25 ist jetzt allerdings doch schon heftig. Da das wären irgendwie 10 mehr. Das sollten wir bei Ashlyn also rückgängig machen. Rolle der Magie. Widerstand, okay. Ja, das machen wir nicht nochmal. Danke. Also es könnte... Alter könnte einen positiven Effekt haben auf Intellekt und Persönlichkeit. Und wahrscheinlich Ausdauer runterbekommen. Wir haben jetzt 113 Intellekt. Ich mache jetzt mal absichtlich Talana alt. 118. Oh, wow. Kraft ist richtig runtergegangen. Okay, bei Talana müssen wir jetzt wieder tierisch aufpassen, was Statusvekte angeht. Wow. Die ist mit Abstand die schlechteste jetzt. In allen Stats. Also, sie ist die einzige, die Stats hat, die unter 10 Punkte sind. So, das ist vielleicht besser ausgedrückt. So, dann ging es jetzt nochmal höher.
Und hier geht es jetzt einmal komplett außenrum, ja. Oh. Und auch höher. Stopp, wie lautet das Passwort? Gesetus? Falsch, okay. Das heißt, wir müssen erst die andere Treppe hoch. Da dann ein Passwort rausfinden und dann wieder zurück. Du siehst komisch aus. Du bist bestimmt wichtig, ja? Na, kommt nicht. Er ist klug. Den gehen wir halt ran. Der Führer. Ist tot. War nur marginal stärker als sein Anhänger. Magie war jetzt Magieresistenz. Ja, das können wir bestimmt verteilen. Energie wird Energieresistenz sein. Und ja, die beiden Mädels werden stark bevorzugt bei eigentlich allem. Weil sie halt alle wiederbeleben kann im Notfall und heilen und weil sie alles töten kann. Ja. Erschaffen und zerstören in den beiden letzten Slots von unserer Heldentruppe. Die sind einfach nur da getroffen zu werden und sie ist für den Brunnen. Achso, und Markus ist noch für Schlösserknacken. Ganz, ganz praktisch. Und Grom für Sachen aufstemmen. Ja. Aber dafür könnte man notfalls auch ein Problem mal schaffen, ganz bestimmt. So, hier war jetzt allerdings kein Hinweis, der mir aufgefallen wäre. Allerdings bin ich auch ziemlich durchgehuscht, weil es halt so einfach war. Also ist vielleicht Kultführer ein Passwort? Weiß ja nicht. Was sagen unsere Notizen? Wir sind auf der Dark Side. Monga Melone wird kein Codewort sein. Die Schatzkarte könnten wir demnächst mal angehen. Ich glaube, jetzt sollten wir auch stark genug dafür sein. Notizen. Zu viele Notizen. Darkside hier. Trolllöcher, Trefferpunkte, Spruch. Nö. Kein Hinweis, was das angeht. Und ich denke mal, wenn wir wirklich ein Passwort bekommen hätten, dann hätten unsere Helden sich das notiert in den Notizen. Also geht das hier erstmal wieder raus. Ja, das war die Falle. Raus, 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 raus. Und wir kommen dann irgendwann wieder, wenn wir irgendwo einen Hinweis gefunden haben, was das Passwort sein könnte. Basen G. Ischnesab? Nein, okay. Raus. Ja, das war doch ganz angenehm da drin. Also vor allem auch die 1000 Edelsteine, die es jetzt in der Truhe gab. Da sagt man nicht nein. So, Ari, der Lehrling. Ich bin ein Zauberlehrling, zumindest war ich das, bis mein Meister von den Zauberern auf Schloss, wo wir gerade herkommen, Schloss Basen getötet wurden. Außerdem stahlen die Zauberer die Schriftrolle der Einsicht, die mir als Hilfe gegeben wurde, ein Zauberer zu werden. Ich möchte den Tod meines Meisters rächen und die Rolle wiederholen, aber sie sind sehr machtvoll und werden von einer Armee Werwölfe bewacht. Ich bitte euch, mir zu helfen. Ja. Ja, die wird in der zweiten Etage sein. Also dritten Etage dann. Wo wir noch nicht reinkommen. Hm. Die Karte hier ein bisschen auf. Vielleicht finden wir noch was Tolles. Vermutlich aber eher nicht. Ja, wo finden wir da jetzt einen Hinweis zu? Gebetsmeister haben wir schon. Ja, durchkämmen einfach die. Oh, hi.
Durchkämmen einfach die Wüste nach weiteren Quellen für Edelsteine, wie das da, wobei jetzt 5 nicht so wirklich toll ist. Moment mal, sind wir überhaupt auf der Dark Side of Xen? Die Wüste kommt mir so bekannt vor. Ne, wir sind gar nicht auf der Dark Side of Xen. Da muss ich bei den Notizen noch ganz woanders gucken. Hexenturm? Nein, ist was anderes. Überleben müsst ihr die Kleriker von Iak. Ober Terror, dann seht ihr Illusion, halt den Schlüssel der Magier. Neuburg, La Bulara, nein. Das ist bei uns zu Hause. Das ist schon eine Dark Side. Nee. Ja, hier, besorgt die Schriftrolle der Einsicht aus Schloss Basenji und bringt sie zu Ari. Nö. Na gut. Das heißt, also es war schon unwahrscheinlich, dass wir noch einen Dungeon hier finden, auf der hellen Seite quasi. Also es war ein schöner Zufall. Aber wir werden hier nicht noch irgendwas in der Wüste finden, denke ich. Das heißt, wir springen gleich rüber auf die... Dark Side. Aufs Xen und machen da weiter. Dich hatten wir schon mal, ne? Wo habt ihr mein Amulett? Hinfort! Amulett. Ja, wir müssen irgendwo irgendein Amulett finden. Das ist natürlich sehr hilfreich. Den Lavastein. Ja, keine Hinweise dazu. Könnte dann auch im Schloss Bijin sein. Also wirklich viel mehr ist hier in der Nähe ja nicht. Gucken wir einfach immer größere Kreise drehen, bis wir irgendwann irgendwo ein Amulett finden. Du siehst anders aus. Ich bin der Sommerdruide. Oh, wir haben endlich den Anfang gefunden. Schön. Also ich bin der Sommerdruide, hier ist die letzte Blüte des Sommers. Ihr müsst sie zu Herbstdruiden bringen. Was? Zum Herbstdruiden bringen, damit er den Sommer beenden kann. Okay. Ja, danke schön. Party muss rasten, okay. Ja, jetzt müssen wir alle Druiden nochmal finden, weil sich keiner aus der Truppe gemerkt hat, wo die jetzt waren. Haben wir vielleicht Notizen dazu gemacht? Wahrscheinlich auch nicht, ja. Ja, Gero, du musst dir keine Notizen in diesem Spiel machen. Das Notizensystem ist so super, da ist alles überall aufgeschrieben. Naja, du nicht. Nee. Okay, also wir suchen jetzt neue Dungeon. Wir suchen Möglichkeiten, an Edelstein zu kommen. Wir suchen neue Aufgaben, wir suchen die Druiden, wir suchen ein Amulett. Ja. Und was die Maschinen gemacht haben, das versuchen wir auch noch rauszufinden. Neben den ganzen weiteren aktiven Quests, die wir haben. Also definitiv gut was zu tun. Wobei ich denke, dass mit den Druiden jetzt wichtiger wäre. Als die Karte jetzt mal weiter aufzudecken, was ich jetzt gerade mache, während ich am Plappern bin. Gehen wir doch mal zurück Richtung Vertigo, weil da war auf jeden Fall ein Druide.
Vermutlich wird es eh darauf hinauslaufen, dass ein Druide im Nordwesten ist, einer im Nordosten, ne? In jeder schrägen Himmelsrichtung einer. Aber gucken wir mal, das war jetzt Nordwesten. Haben wir dich schon kaputt gehauen? Ja, anscheinend schon. Ich will keinen Mondstrahl lernen. So ab hier könnte der irgendwo gewesen sein. Ich bin die letzte Schneeflocke des Wind... okay, hier ist der Frühlingsdruide. Vertigo Frühling. Vertigo Frühling. Das heißt, wo sollten wir jetzt hin? Nordost? Ne, gucken wir hier in den Süden irgendwo. Also Vertigo Frühling, Vertigo Frühling. Ah, hier war irgendwo im Zombie-Wald einer versteckt, oder? Hier irgendwo. Das da? Ne, das ist so ein Schreindingens. Hier ist ein Dungeon. Welcher Dungeon warst du? Ohne den Warenstein bleibt das Tor verschlossen. Ein Dungeon, wo wir noch nicht rein können. Okay. Über den ganzen Schmodderadatsch im Sumpf vielleicht. Mach mal neu. Nee, Hellsehen war das nicht. Magierblick oder so ähnlich. Bin das denn noch da? Magierblick. Damit die Fälle, die nicht aufgelegt waren, vielleicht, ne? Ja, das funktioniert hier gar nicht. Dann habe ich nichts gesagt. Das ist die Gruft des Terrors. Ich glaube schon. Im Zelt. Ah, okay, hier ist noch viel zu viel nicht aufgedeckt. Ihr habt den wahren Stein. Ich öffne das Tor. Auf geht's. Wo sind wir? Oh, das ist auch neu.